Morgen und ich wünsche dir einen wunderbaren Start in diese neue Woche. Heute geht es um das Thema Tunnelblick. Was du da im Bild siehst, ist so ein Felstunnel am Walensee. Das ist in der Schweiz und der Walensee ist für mich so ein ganz besonderer Ort und gestern war ich dort. Und da hinzukommen, muss man mit dem Auto durch so einen Tunnel fahren. Und der ist immer bloß so zu bestimmter Zeit offen, weil da auch Fußgänger unterwegs sind und überhaupt. Jedenfalls hat mich dieser Gang durch den Tunnel inspiriert. Und ich möchte einfach meine Gedanken so ein bisschen mit dir teilen. Als ich in den Tunnel reingegangen bin, gell, dann habe ich gemerkt, dass einerseits eben durch meine Brille, die sich selber eindunkelt, es natürlich ein totaler Unterschied war zwischen dem sonnigen draußen und dem eher jetzt dunklen drinnen. Das hieß, ihr habt das natürlich nicht richtig gesehen. Auf dem Bild siehst du das jetzt vom Handy natürlich ausgeleuchtet, aber wenn ich so reingelaufen bin, war es wirklich dunkel. Ich konnte also nie genau sehen, wohin meine Füße treten. Und das heißt, man braucht also schon Vertrauen, um da durchzugehen, weil zum Teil ist es dann nass oder eben, wer weiß, was da alles ist, gell? Irgendein Grottenmolch oder sonst irgendwas, keine Ahnung. Und da reinzugehen, auch mit dieser Brille, das fand ich eben auch spannend. Dadurch, dass die sich ja im Hellen eindunkelt, heißt es, war natürlich, dass in den Tunnel hineingehen, erst einmal noch speziell eben schwierig, weil das ja eben viel dunkler war. Und mir ist dazu in den Kopf gekommen, dass das ja oftmals noch ist, gell? Also wir nehmen sozusagen unsere Brille mit, wenn wir in etwas Neues eintauchen. Also wenn wir jetzt zum Beispiel in einem Übergang sind und in eine neue Phase oder in so eine Übergangsphase eintreten, dann machen wir das natürlich immer mit dem Blick, den wir bis dahin hatten, mit der Brille, die wir bis dahin auf hatten. Und das ist oftmals auch einschränkend. Und ausgehend davon sind mir so verschiedene Gedanken gekommen. Also man sieht ja immer dann schon so, also hier jedenfalls das Licht am Ende des Tunnels. Also man hat schon eine Idee vielleicht, wo man hin will, aber eben, bis man dort ist. Und so ist dieser Tunnel ein Übergang. Wir sprechen auch vom Tunnelblick, gell, wenn jemand nichts mehr rechts und links wahrnimmt, sondern einfach so eingegrenzt ist. Und das ist natürlich im normalen Lebensalltag ist das kein idealer Zugang. Aber wenn du in so einer Übergangsphase bist, gell, dann passiert es natürlich oft, dass du einfach wie fokussiert bist auf etwas. Also das extreme Erleben in diesem Zusammenhang ist vielleicht, wenn man eben sich eine Geburt betrachtet, also während der Geburt, denkt, glaube ich, niemand drüber nach, irgendwie, dass man mal die Küche malen müsste oder so, sondern da bist du so fokussiert und bist so irgendwie in diesem Geschehen und in der Hingabe an diesen Prozess, dass eben dieser Tunnelblick natürlich auch da ist. Also es ist eigentlich ein Fokussieren. Und in dem Sinne ist es natürlich auch was Hilfreiches, wenn es ein Fokussieren ist. Und was mir auch noch aufgefallen ist in dem Zusammenhang, es ist dann oftmals nicht so, dass man irgendwie anfängt zu analysieren und irgendwie kluge Gedanken zu hegen, sondern es ist so ein mehr, ich bin jetzt in dieser Phase, ich bin jetzt in dem Prozess und ich muss jetzt das sozusagen so durchlaufen, wie eben das jetzt ist. Also es gibt ja quasi keinen Abzweig im Tunnel. Also musst du durch. Und so erleben wir die Tunnel eben als eine Form von Übergang und umgedreht eben die Übergänge in unserem Leben mitunter auch als eine Art Tunnel. Und im Andinen-Schamanismus gibt es dazu ganz spannende Praxis. Und zwar ist so die Hintergrundidee ist die, dass wenn das Kind geboren wird, gell, mit dem ersten Atemzug nimmt es quasi alle Energien auf, die eben schon in der Welt sind, die von der Familie, die von drumherum und so weiter und so fort. Und damit wird ja schon wie eine Art, ja, eine Prägung quasi aufgenommen. Also es wird schon irgendwas programmiert. Und deswegen werden in den Anden oftmals eben solche Übergänge auch genutzt, um wie eine Art ein Neugeburts-Wiedergeburtsritual durchzuführen. Das heißt, dass man immer wieder halt
in so Übergängen, sei das jetzt ein Tunnel, sei das eine Brücke, sei das eine Tür, ja, dass man dort quasi wie programmiert, dass die Energie von dem, wo ich jetzt bin, dass ich die sozusagen lösen kann mit dem Schritt oder dem Gang über diesen Übergang, durch diesen Übergang, um dort im anderen Teil sozusagen eben frisch und neu anzukommen. Und ich finde das ganz schön, so den Gedanken, dass wir ab und zu uns bewusst werden, was wir eigentlich alles so mitschleppen, dass wir uns bewusst sind, dass es gut ist, auch das ab und zu mal hinter sich zu lassen und eben wieder einen neuen Blick zu bekommen. Und da ist es manchmal gut, einfach mal sozusagen zu reduzieren und dann wieder neu zu öffnen. Also ein Tunnel ist ja sozusagen, das eine ist nicht mehr und das andere ist noch nicht. Also jede Form von Übergang, jede Schwelle, jede Brücke, jede Tür, ja, ist dieses, das eine lasse ich hinter mir. Im Übergang selber bin ich sozusagen in the middle of nowhere und dann trete ich in das Neue ein. Also es ist jedes Mal eine Chance, sich zu erneuern, jedes Mal eine Chance, Dinge eben loszulassen und frei zu werden wieder für was Neues. Ich möchte dir das einfach so mal an die Hand geben. Ich werde in einem meiner nächsten Facebook-Videos mal genauer noch darauf eingehen, wie du das machen kannst. Und es gibt auch eine Möglichkeit, wie du bei dir im Haus zum Beispiel eine Tür programmieren kannst als so ein Übergang. Natürlich ist es toll, wenn du das hier draußen in der Natur machen kannst, aber es ist natürlich auch super, wenn du das bewusst halt bei dir zu Hause machen kannst. Also, ich wünsche dir, dass du wunderbare Übergänge hast und was in so Lebensphasen auch noch wichtig ist, also wenn es jetzt nicht einfach um so energetische Reset geht, sondern wenn es eben wirklich so Lebensphasen sind, wo du in einem Übergang bist und wo es manchmal ja auch ein bisschen ungewiss ist, also es gibt ja da auch oftmals so eine Phase, wo man eben nie weiß, wie es wird, dann denke ich, ist es immer gut, eben eine Idee zu haben, einen Traum zu haben, irgendwie. Ja, sich in etwas hinein zu träumen, also dieses schamanische Träumen, gell, wenn wir uns die schönste Version dessen, was sein kann, ausmalen, das mit Energie nähren, so dass das sich inkarnieren kann, dass es eben die Energie sich verfestigen kann und ins Leben kommen kann. Auch die Gewissheit, dass ein Übergang eben immer einen Anfang und ein Ende hat, finde ich tröstlich, weil manchmal hat man ja vielleicht das Gefühl, oh mein Gott, es hört überhaupt nie mehr auf. Also auch da zu wissen, okay, ich bin jetzt bewusst in diesem Übergang, ich gebe mich auch dem Prozess hin, ich gebe dem Prozess die Zeit, die er braucht. Und ich versuche nie voreilig quasi irgendwas schon wieder irgendwie festzusetzen, wo vielleicht am Ende gar nicht das ist, was für mich entstehen soll. Also es gehört auch ein gewisses Maß an Vertrauen dazu, dass du vertraust darauf, dass eben dieser Übergang am Ende dich dorthin führt, wohin du möchtest, was eben bedeutet, du musst ihm einen gewissen Raum geben. Immer gut ist eine gewisse Neugier, gell? Also zu sagen, oh, ich bin mega gespannt. Das ist eine andere Energie, als wenn du denkst, oh mein Gott, was jetzt wohl wieder kommt. Also schau lieber mit Freude raus und eben auch die Chance zu nutzen, um die Energien zu transformieren und so wieder frei zu werden für die neuen Möglichkeiten. Das war's zum Thema Tunnelblick. Wie gesagt, war ich ja gestern eben am Walensee unterwegs und dort habe ich auch noch ein kleines anderes Video aufgenommen. Das habe ich gestern online gestellt. Also schau doch mal rein. Und wenn du Anmerkungen hast, Fragen oder sonst eigene Erfahrungen teilen möchtest, finde ich es immer total schön, wenn du da unten drunter kommentierst. Ich wünsche dir einen ganz schönen Tag und eine wunderbare Woche. Tschüss.